Ja, bevor wir uns abschließend die Stabilität von Mehrschrittverfahren nochmal am numerischen Beispiel anschauen, wollen wir zunächst mal für einige konkrete Verfahren angeben, ob sie stabil sind oder nicht. Und Sie ahnen schon, nach dem, was wir gerade gemacht haben, das wird alles extrem einfach sein. Schauen wir uns zunächst mal an die Einschrittverfahren. Die kann man natürlich auch als Mehrschrittverfahren interpretieren, in dem Sinne, dass hier jeweils gilt, yk plus 1 minus yk ist h mal eine Verfahrensfunktion phi. Wie gehen wir vor, wenn wir das als Mehrschrittverfahren betrachten? Wir schmeißen praktisch den rechten Teil hier vorne auf den Teil auf der rechten Seite weg und betrachten nur diese Differenzengleichung yk plus 1 minus yk gleich 0. Das charakteristische Polynom Rho dieses Mehrschrittverfahrens oder dieses Differenzenverfahrens ist Rho von x gleich x minus 1. Und hat damit die einzige Nullstelle x gleich 1. Das ist natürlich eine einfache Nullstelle. Sie hat den Betrag kleiner gleich 1. Und mit dem Lemma von Dahlquist können wir sofort folgern, das ist eine stabile Differenzengleichung. Und das bedeutet, in diesem Fall gilt, aus Konsistenz folgt Konvergenz. Okay, das heißt also bei Einschrittverfahren ist es klar, unabhängig von der Form des Verfahrens gilt tatsächlich, dass die Verfahren stabil sind und eben dieser, es gilt unabhängig vom Verfahren, der Satz aus Konsistenz folgt Konvergenz. Dann haben wir zu Beginn dieses Kapitels uns angeschaut, wie man mit Hilfe der numerischen Integration Mehrschrittverfahren gewinnen kann. Und da stand auf der linken Seite immer sowas wie yk plus m minus yk plus m minus r gleich. Und dann hier vorne kam irgendwas, was wir aus der numerischen Integration gewonnen hatten. Für die Untersuchung der Stabilität schmeißen wir wieder den rechten Teil hier vorne weg. Und wir erhalten insbesondere das charakteristische Polynom Rho von x gleich x hoch m minus x hoch m minus r. Und wenn ich dann x hoch m minus r ausklammere, dann ist das nichts anderes als x hoch m minus r mal x hoch r minus 1. Das hier vorne, das x hoch m minus r, hat die einzige Nullstelle 0, m minus r-fach, ja, aber auf jeden Fall ist das kleiner als 1, die Nullstelle, das vom Betrag. Das heißt also, das hier vorne interessiert uns nicht. Und beim zweiten hier vorne, da steht ein x hoch r minus 1. Die Nullstellen sind die r-ten Einheitswurzeln. Die haben zwar alle den Betrag 1, aber die haben auch die Vielfachheit 1. Und damit ist das Verfahren ebenfalls stabil mit Dahlquist. Das heißt, alle diese aus Integration gewonnenen Mehrschrittverfahren, die wir am Anfang betrachtet haben, Adams-Moulton, Adams-Bashforth und so weiter, die sind alle ganz automatisch stabil, ohne dass wir es genauer weiter untersuchen müssen. Und auch da gilt also aus Konsistenz Feuchtkonvergenz. Okay, dann hatten wir dieses obskure Verfahren, das überhaupt nicht abhing von der Differentialgleichung, wo wir einfach geschrieben hatten, yk plus 2 minus 2 yk plus 1 plus yk gleich 0. Das Verfahren hängt überhaupt nicht von der Differentialgleichung ab. Ja, und warum nicht? Wenn ich eine andere Differentialgleichung betrachte, dann steht hier immer noch dasselbe Verfahren. Ja? Also es steht hier immer dasselbe, unabhängig von der Differentialgleichung. Das kann also überhaupt nicht gegen die Lösung konvergieren. Und wenn es konsistent ist, dann kann hier auf keinen Fall der Satz erfüllt sein aus Konsistenz folgt Konvergenz, ja, denn ich kann die Lösung austauschen und die Approximation ändert sich überhaupt nicht. Das heißt also, wir erwarten, das ist nicht stabil und wir schauen uns an das charakteristische Polynom, das ist Rho von x gleich x minus 2x plus 1. 1 ist offensichtlich doppelte Nullstelle, 1 hat den Betrag 1, das heißt, es ist instabil nach Dahlquist und damit können wir hier keine Konvergenz erwarten. Dann hatten wir noch dieses obskure Beispiel mit dem Alpha, wo wir ein Mehrschrittverfahren parametrisiert hatten mit einem Parameter Alpha. Und Sie wissen vielleicht noch, dass ich bei der Untersuchung am Rechner etwas verwirrt war, weil ich bei Alpha gleich 1 so seltsame Lösungen rausbekam. Und das können wir jetzt tatsächlich ganz einfach erklären. Ich habe nämlich was falsch gemacht. Und zwar, das Verfahren war von der Form yk plus 2 minus 1 plus Alpha mal yk plus 1 plus Alpha mal yk ist gleich 0.
das charakteristische Polynom Rho von x ist x² minus 1 plus Alpha mal x plus Alpha. Und Sie stellen sofort fest, die einzigen beiden Nullstellen dieses Polynoms sind 1 und Alpha. Was fordert jetzt der Satz von Dahlquist? Erstmal alle Nullstellen müssen kleiner gleich 1 sein. Ja, das heißt also, Alpha-Betrag muss kleiner gleich 1 sein. Denn 1 ist kleiner gleich 1, Alpha-Betrag muss kleiner gleich 1 sein. Und wenn wir eine doppelte Nullstelle haben, dann muss sie die Vielfachheit 1 haben. Entschuldigung, wenn wir eine Nullstelle mit Betrag 1 haben, dann muss das eine einfache Nullstelle sein. Ja? Oder wenn es eine doppelte Nullstelle ist, dann muss der Betrag kleiner sein als 1. Okay, was ist, wenn wir Alpha gleich 1 setzen hier vorne? Und das hatte ich im Programmierbeispiel tatsächlich getan. Naja, dann haben wir hier die beiden Nullstellen 1 und 1. Mit anderen Worten, dann hat 1 die Vielfachheit 2 und das Ganze ist überhaupt nicht stabil. Das heißt also, mein Versuch, Alpha gleich 1 einzusetzen am Rechner, ist natürlich irgendwie gescheitert. Ich bekam noch irgendwie was halbwegs Vernünftiges raus, aber das Ganze war nicht wirklich mehr konvergent und deshalb habe ich insbesondere natürlich auch diese Konvergenzordnung 2, die ich eigentlich erwartet habe, nicht mehr gesehen. Ja. Das heißt also, Alpha gleich 1 ist verboten, Alpha gleich minus 1 ist möglich, denn dann haben wir die Nullstellen 1 und minus 1 und die haben beide zwar den Betrag 1, haben aber beide die Vielfachheit 1 als Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Und ja, und insbesondere, wenn Alpha größer als 1 ist, ich glaube, unser Beispiel, wir wollten eigentlich Alpha gleich 5 setzen, um die Konsistenzordnung zu erhöhen, oder minus 5 setzen, um die Konsistenzordnung zu erhöhen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Dann ist das Verfahren komplett instabil und das hat uns natürlich auch das numerische Experiment sofort gezeigt. Und das werden wir gleich uns nochmal anschauen, dass diese Grenzen, die wir hier haben, tatsächlich auch genau die sind, in denen wir da überhaupt nur Konvergenz haben. Okay, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Im Skript steht es richtig. Es ist natürlich nicht nur aus Konsistenz folgt Konvergenz, sondern natürlich auch wieder der alte Satz, aus Konsistenz der Ordnung P folgt Konvergenz der Ordnung P. Und ja, und das werden wir gleich tatsächlich am Rechner auch alles direkt nochmal ein bisschen nachrechnen.